Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Ja, wir melden uns jetzt hier aus dem Bundeskanzleramt, sind zu Gast bei Bundeskanzler Sebastian Kurz. Grüß Gott, Herr Bundeskanzler. Grüß Gott. Vielen Dank, dass Sie kurz Zeit haben in diesen doch sehr bewegten Zeiten. Für Sie, aber natürlich auch für ganz Österreich und eigentlich muss man sagen die ganze Welt. Sie haben heute ein 4 Milliarden Euro schweres Hilfspaket präsentiert, gemeinsam mit den Sozialpartnern. Was sind denn Ihrer Meinung nach die wichtigsten Eckpunkte dieses Pakets? Also zunächst einmal will ich festhalten, dass unsere oberste Priorität es ist, die Gesundheit zu schützen und Leben in Österreich zu retten. Aber natürlich machen sich viele Menschen auch Sorgen um ihren Arbeitsplatz und fragen sich, wie geht es da weiter? Und daher ist uns wichtig, dass wir neben all den Maßnahmen, die wir setzen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus, dass wir auch Geld in die Hand nehmen, in dem Fall sehr viel Geld, um sofort zu helfen, dass die Unternehmen, die betroffen sind, zahlungsfähig bleiben und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überall dort, wo es möglich ist, ihre Jobs behalten. Daher dieses wirklich sehr große Paket von 4 Milliarden, ein Soforthilfepaket. Und wir arbeiten natürlich darüber hinaus schon an weiteren Schritten. Jetzt gibt es ja auch im Rahmen dieses Pakets ein neues Kurzarbeitsmodell, das da heute angekündigt wurde. Wie sieht denn das aus und wie nützt das vielleicht auch jedem Einzelnen? Weil das ist doch ein sehr abstraktes Thema für viele, Kurzarbeit, muss man sagen. Naja, es geht darum, dass es sehr viele Unternehmen gibt, die von heute auf morgen kaum noch oder gar keinen Umsatz mehr machen. Und wir wollen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht einfach gekündigt werden und arbeitslos sind, sondern ihre Jobs behalten, auch wenn keine Arbeit mehr geleistet werden muss. Und die Unternehmen haben die Möglichkeit, hier mit dem AMS Regelungen zu finden, dass die Jobs weiter bestehen bleiben, die Unternehmer deutlich weniger bezahlen müssen, weil der Staat einspringt und die Mitarbeiter nach wie vor den Großteil ihres Lohns bekommen, auch wenn sie ganz zu Hause sind. Das ist ein Versuch, ein wichtiger Schritt, um möglichst viele Arbeitsplätze in Österreich aufrechtzuerhalten. Jetzt haben Sie ja appelliert an die Unternehmen, möglichst viele Mitarbeiter auf Teleworking umzustellen, nach Hause zu schicken. Wird es da eigentlich auch sozusagen irgendeine Art von Kompensation für Unternehmen geben? Naja, wir versuchen mit diesem 4-Milliarden-Paket quer durch alle Branchen, alle Bereiche zu unterstützen, die Hilfe benötigen. Das ist in erster Linie natürlich der Handel, die Gastronomie, der Tourismus, die Kulturszene, viele EPUs und familiengeführte Unternehmen. Aber es werden auch große Unternehmen betroffen sein. Und für all die sind diese Modelle gedacht, sind diese 4 Milliarden Soforthilfe gedacht. Glauben Sie eigentlich, dass diese 4 Milliarden reichen werden? Es gibt ja viele Experten, die sagen, das ist jetzt mal zwar super, dass wir diese 4 Milliarden so schnell bekommen. Da muss man ja auch wirklich sagen, Lob an die Regierung, dass das jetzt so schnell, dieses große Paket geschnürt wurde. Aber es gibt, wie gesagt, viele, die sagen, naja, bei so einer massiven Krise, auf die wir dazu steuern, beziehungsweise in der wir uns schon befinden, da werden 4 Milliarden einfach nicht reichen. Das ist erst der Anfang, natürlich, das ist ganz klar. Aber es ist oft wichtig, nicht lang herumzureden und ewig zuzuwarten, sondern einmal schnell zu reagieren. Das tun wir mit den 4 Milliarden, mit einem Soforthilfepaket. Und darüber hinaus wird es natürlich noch weitere Pakete brauchen. Aber es ist oft nicht nur relevant, dass man hilft, sondern auch, dass man sehr schnell hilft. Und das tun wir. Jetzt treten am Montag diese verschärften Maßnahmen in Kraft. Die Schließung eines Teils der Geschäfte, wie gesagt, Supermärkte und andere Geschäfte bleiben ja offen. Die Lokale müssen um 15 Uhr schließen. Viele Menschen sagen, das sind sehr scharfe, sehr harte Maßnahmen. Sie sind aber der Meinung, das ist notwendig und das brauchen wir, um dieses Virus zu bekämpfen bzw. einzudämmen. Und das wäre alternativlos oder ist alternativlos. Habe ich Sie da richtig verstanden? Absolut alternativlos. Und es geht jetzt wirklich darum, alles zu tun, um die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher zu schützen, um vor allem ältere Menschen zu schützen. Und insofern sind nicht nur diese Maßnahmen notwendig, sondern ich kann ganz klar darüber hinaus sagen, bitte bleiben Sie zu Hause. Alle Österreicherinnen und Österreicher sollten zu Hause bleiben. Es gibt nur drei Ausnahmen. Erstens, wenn man zur Arbeit muss, wenn man seinen Dienst tun muss, ganz gleich, ob im Supermarkt, als Arzt oder in der Apotheke oder als Polizist. Der zweite Bereich ist, wenn man
hinaus muss, um Lebensmittel zu besorgen, in die Apotheke zu gehen, das Notwendigste zu kaufen. Und der dritte Grund hinauszugehen ist, wenn man anderen Menschen helfen muss, die nicht für sich selbst sorgen können, Besorgungen für die Nachbarn machen, ihnen das dann vor die Tür stellen, damit man sich nicht infizieren kann wechselseitig, für ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr fit genug sind, einkaufen zu gehen. Das sind die drei Gründe, um hinauszugehen. Darüber hinaus gibt es keinen Grund, das Haus zu verlassen. Mhm. Jetzt haben Sie einmal gesagt, dass diese Maßnahmen für eine Woche aufrecht bleiben. Irgendwie glaubt jeder mittlerweile oder kann sich das niemand vorstellen, dass das wirklich nur eine Woche sein wird. Wird es nicht ohnehin länger sein? Hätte man das nicht gleich für länger ankündigen können? Naja, Sie haben schon recht, Herr Fellner, mit Ihrem Gespür, dass eine Woche das absolute Minimum ist. Aber wir haben ja nie davon gesprochen, dass es nur eine Woche sein wird, sondern wir haben gesagt, wir beurteilen die Situation täglich und anhand dieser Zahlen werden wir dann entscheiden. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, dass frühestens in einer Woche unsere Maßnahmen Wirkung zeigen werden. Und wenn das gelingt, wenn es erstmals gelingt, dass sich die Kurve abflacht, dann muss man neu bewerten. Aber noch sind wir noch lange nicht dort, noch sind wir in der Phase, dass wir alles tun müssen, dass dieser Fall, das Abflachen der Kurve, vielleicht eintritt. Ja, eine weitere Maßnahme, die Sie verkündet haben, ist die Einschränkung des Flugverkehrs, betrifft Flüge aus Frankreich, aus Spanien und der Schweiz. Warum gerade diese drei Länder und warum nicht andere Länder? Denn man kann ja beispielsweise auch über Zwischendestinationen weiter, über Deutschland oder andere Zwischendestinationen von diesen Ländern nach Österreich fliegen. Wäre es nicht viel konsequenter, den Flugverkehr generell einzustellen? Natürlich ist es sinnvoll, dass der Flugverkehr massiv reduziert wird. Wir haben ihn auch schon um rund 80% reduziert. Aber Sie müssen wissen, Herr Fellner, wir haben Hunderttausende Österreicher im Ausland. Wir haben ganz viele, die gerade im Ausland auch in Notsituationen sind. Die müssen wir heimholen. Und daher ist der Flughafen Wien vom Betrieb her auf 20% reduziert. Aber die Österreicherinnen und Österreicher im Ausland, die gilt es in dieser Situation heimzuholen und hier auch bestmöglich zu versorgen. Aber das heißt, Sie sind der Meinung, man kann den Flugverkehr zumindest derzeit nicht komplett einstellen, weil es eben noch so viele Österreicher gibt, die derzeit sich einfach in anderen Ländern befinden? Wir müssen die Österreicherinnen und Österreicher heimholen und sie hier in Österreich unterstützen und versorgen, wenn sie es notwendig haben. Wir können nicht Österreicher in anderen Ländern zurücklassen, die das Pech haben, dass sie gerade dort auf Urlaub sind. Wird es eigentlich weitere harte Maßnahmen geben? Wir haben sehr konsequente Maßnahmen beschlossen und wir werden morgen auch in der Parlamentssitzung Gesetzesänderungen einbringen, um gerüstet zu sein für die weitere Situation. Aber ich halte ohnehin die Bevölkerung ständig auf dem Laufenden. Alle können sich jedenfalls sicher sein, dass die Lebensmittelversorgung, die Versorgung in den Apotheken, dass das alles gewährleistet ist. Jetzt sind mittlerweile drei Regionen in Österreich schon unter Quarantäne, zwei in Tirol, eine seit heute auch in Kärnten. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis es weitere treffen wird. Was ist denn Ihre Einschätzung? Wie schnell und wie rasch wird das gehen? Und vor allem, wie groß werden die Gebiete sein, die wir da unter Quarantäne stellen müssen? Es kommt sehr darauf an, welche Fallzahlen wir haben und wie sehr sich auch über das Bewegungsprofil zurückführen lässt, ob Personen sich alle am gleichen Ort angesteckt haben oder nicht. Aber generell würde ich die Österreicherinnen und Österreicher bitten, gar nicht so sehr darauf zu achten, ob jetzt ein Ort unter Quarantäne ist. Überall gilt dasselbe. Zu Hause bleiben, sofern das irgendwie möglich ist. Jetzt haben Sie heute einen sehr schönen Satz gesagt bei dieser Pressekonferenz, und zwar, Sie rechnen mit einer Wiederauferstehung der Systeme nach Ostern. Das heißt, Sie glauben, dass wir es bis nach Ostern geschafft haben, dieses Virus insoweit einzudämmen, dass diese Maßnahmen wieder zurückgefahren werden können? Meinen Sie das damit? Ich hoffe es, aber es wird sehr stark an uns liegen, an allen Österreicherinnen und Österreichern, an unserer Disziplin, an unserer Bereitschaft, auch sich einzuschränken, auf unserer Vorsicht, ob es gelingt, dass wir hier in der Eindämmung des Virus erfolgreich sind. Was macht denn dieses Virus Ihrer Meinung nach so gefährlich? Schauen Sie, es verbreitet sich sehr schnell. Die Ansteckung ist eine sehr leichte und die Sterblichkeit ist deutlich höher
als bei dem Grippevirus. Und insofern ist die große Gefahr gar nicht nur das Virus alleine, sondern die damit schnell ausgelöste Überlastung unserer Systeme. Wir haben jetzt eine Grippewelle und wenn sehr viele Menschen sich gleichzeitig mit dem Coronavirus anstecken, ärztliche Versorgung brauchen, Beatmung brauchen, insbesondere ältere Menschen, dann sind die Kapazitäten sehr schnell überlastet. Und das ist die große Gefahr. Sie haben auch in dieser Woche gesagt, Sie rechnen mit 10.000 Infizierten in der Folgewoche. Jetzt wurden diese harten Maßnahmen getroffen. Glauben Sie oder befürchten Sie noch immer, dass wir bei dieser Zahl bleiben, dass wir nächste Woche 10.000 Infizierte haben werden? Oder tragen diese Maßnahmen vielleicht schon nächste Woche zu einer Abflachung bei? Wir werden in rund 36 Stunden bei den 1.000 Infizierten sein und eine Woche später bei rund 10.000 Infizierten. Und insofern ist es wichtig, dass wir konsequent agieren und hoffentlich dadurch eine Abflachung der Kurve zustande bringen. Mhm. Mit wie vielen Infizierten rechnen Sie eigentlich generell in Österreich? Weil die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat, muss man sagen, für viel Aufregung gesorgt mit ihrer Einschätzung, dass bis zu 70% aller Deutschen, also eine enorme Zahl, sich mit dem Coronavirus infizieren könnten. Glauben Sie, dass diese Zahl auch auf Österreich zutrifft? Es gibt hier unterschiedliche Schätzungen. Es ist aber gar nicht so sehr nur relevant, wie hoch der Prozentsatz ist, sondern sehr relevant ist, sind es ältere oder jüngere Menschen, die sich infizieren. Bei älteren Menschen ist der Verlauf wesentlich gefährlicher, in vielen Fällen sogar tödlich. Darüber hinaus ist die entscheidende Frage auch, infizieren sich alle Menschen gleichzeitig und überlasten wir unsere Systeme oder schaffen wir es, die Ansteckung ein Stück weit oder die Ausbreitung ein Stück weit zu verlangsamen. Das sind die relevanten Fragen. Jetzt haben wir ja auch Forscher in Österreich, die derzeit an der Bekämpfung dieses Virus arbeiten und an Medikamenten und Impfstoffen. Ich nehme an, Sie sind doch teilweise auch in Austausch mit denen. Sehen Sie da irgendwelche Fortschritte? Ich bin allen Experten sehr dankbar, die in diesem Bereich tätig sind, allen voran auch dem österreichischen Forscher Penninger und vielen anderen, die hier federführend arbeiten. Ich glaube, dass es noch lange brauchen wird, bis es einen Impfstoff gibt. Mit den Medikamenten, den treffsicheren Medikamenten, wird es hoffentlich schneller gehen. Optimistisch bin ich in der Frage der Schnelltests. Die sollte es doch bald geben. Und die bringen uns den Vorteil, dann wirklich rasch feststellen zu können, wer infiziert ist und da schnell Klarheit zu haben, hoffentlich für möglichst viele Menschen in unserem Land. Ich würde abschließend gerne noch eine persönliche Frage stellen. Wie geht es Ihnen eigentlich persönlich mit dieser Krise? Es ist eine unglaubliche Verantwortung, die da auf Ihren Schultern lastet. Wie gehen Sie mit diesem Druck, kann man das ja gar nicht mehr nennen, wie gehen Sie mit dem um? Wir bemühen uns einfach tagtäglich unser Bestes zu geben. Ich bin wirklich allen Mitgliedern der Bundesregierung, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in meinem Team sehr dankbar, die hier wirklich übermenschlich gerade Tag und Nacht im Einsatz sind und insofern alle ein Ziel verfolgen, nämlich dass es gelingt, diese Ausbreitung irgendwie zu verlangsamen. Jetzt haben Sie selber auch sehr viele Termine, Sie treffen sehr viele Menschen. Haben Sie eigentlich persönlich auch Angst, dass Sie sich anstecken könnten? Naja, schauen Sie, wenn man so viel Kontakt mit Menschen hat wie ein Politiker, dann ist die Ansteckungsgefahr hier natürlich ganz besonders hoch. Darum geht es nicht. Für mich ist entscheidend, dass ich meine Eltern nicht anstecke. Und daher haben meine Freundin und ich sowohl mit ihren als auch mit meinen Eltern derzeit keinen persönlichen Kontakt mehr. Wir telefonieren jeden Tag, aber wir halten Abstand. Wir treffen uns nicht, wir feiern keine Familienfeiern, wir essen nicht gemeinsam am Sonntag zu Mittag. Das klingt hart, aber es ist das einzig Richtige im Moment und ich empfehle das auch allen anderen Österreicherinnen und Österreichern. Ich habe gestern Abend mit einigen Polizisten gesprochen, die auch hier die Infrastruktur bewachen und habe mich bei ihnen für ihre Arbeit bedankt und sie gefragt, wie es ihnen damit geht. Und die Polizisten haben gemeint, na, sie halten das schon aus. Aber natürlich ist es für sie sehr wahrscheinlich, dass sie sich anstecken könnten. Und ich habe gesagt, ja, in der Situation befinden wir uns alle. Und einer der Polizisten hat was vollkommen Richtiges gesagt, nämlich es ist seine Verantwortung,
keinen Kontakt mit seinen Eltern zu haben in der derzeitigen Situation, denn für die wäre eine Ansteckung ganz besonders gefährlich, vielleicht sogar tödlich. Wie schützen Sie sich persönlich eigentlich? Was tun Sie da? Soweit das möglich ist, dasselbe wie alle anderen Österreicherinnen und Österreicher auch. Ich halte Abstand, ich schüttle schon seit einiger Zeit keine Hände mehr, nutze dort, wo es geht, Desinfektionsmittel. Das sind die Maßnahmen, die man setzen kann, aber wie gesagt, ich bin in einer anderen Situation als Bundeskanzler der Republik. Ich habe hier meinen Dienst zu tun, aber jeder, der die Möglichkeit hat, zu Hause zu bleiben, der sollte das im Moment tun und der leistet dort seinen größten Beitrag. Jeder, der die Möglichkeit hat, zu Hause zu bleiben, leistet einen Beitrag, indem er das tut, zum Wohle aller anderen. Und die letzte Frage noch, es gibt ganz viele tolle Initiativen in dem Land, die jetzt entstehen, solidarische Initiativen, Nachbarschaftshilfen, morgen einen Flashmob von Künstlern, die irgendwie aus dem Fenster singen. Macht Sie das stolz, wenn Sie das hören, was dort sich derzeit in Österreich an Solidarität tut? Ich bin da sehr beeindruckt bei dem Beitrag, den da viele Menschen leisten. Mein großer Dank gilt wirklich all jenen, die tagtäglich arbeiten müssen, insbesondere in den Supermärkten, in den Apotheken, in extremen Stresssituationen im Moment auch. Aber jeder, der darüber hinaus sich um die Nachbarn kümmert, auch solche Aktionen, das ist ganz, ganz wichtig für unser Land. Herr Bundeskanzler, vielen Dank, dass Sie kurz Zeit gefunden haben. Vielen Dank. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann melden wir uns gleich wieder aus dem Studio.